Nein, ruf nicht Valentina. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Valentina und Jean gehen gemeinsam raus und Luigi setzt sich wieder hin. Oder wir setzen uns jetzt entweder hier und führen die Pressekonferenz. Also sorry, dass wir das jetzt leider absagen müssen, aber... Sehr unprofessionell. Einfach geschlagen, beleidigt, Hetze betrieben und dann beleidigt er noch weiter. Absolut lächerlich natürlich, dass die Herausforderung von 5 Runden von Gigi nicht angenommen wird. Und jetzt kannst du deine dicke beweisen, ob du dich traust, mit mir 5 Runden in den Ring zu gehen. Die erste Frage, die ich mir stelle, Mann, seit wann darfst du reden? Stimm doch einfach 5 Runden zu, oder hast du Angst? Wenn er bei Promi Big Brother gebucht wird, dann holla die Waldfee, dann will ich lieber mit dieser Branche nichts zu tun haben. Nie dein Leben in irgendeinem Sport. Und das zeigt doch, wie ist es, wie sie es am meisten. Was ist das für eine Frage? Was ist keine Frage? Also ganz kurz einmal, also entweder. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Valentina und Jean gehen gemeinsam raus und Luigi setzt sich wieder hin. Aber wir setzen uns jetzt entweder hier und führen die Pressekonferenz. So, dann haben wir Jean Kaplan, der aufgrund von Disziplinlosigkeit hier nicht mehr anwesend ist und den Saal verlassen musste. Der kämpft gegen Luigi Birofio. Wir improvisieren, wir machen Trickserei. Gigi wird improvisieren, weil sein Gegner... Ey Leute, unfassbar, was gerade passiert ist. Und zwar bevor die Pressekonferenz begonnen hat, hat die liebe Valentina, weil ich saß mit der Dana zusammen, direkt angefangen, Stress zu machen, wie man sie kennt. Redet immer davon, man soll ihr doch keine Plattform geben, starrt uns dann aber mit ihrem Strohhalm. Ja, Leute. Was willst du dazu? Leute, ich bin echt, also die jetzt den Livestream hier mitbekommen haben, dass die Pressekonferenz läuft ja gerade. Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Also nochmal ganz kurz dazu. Wir haben vorher ganz klipp und klar gesagt, Beleidigungen gegen einen Menschen aufs Äußere und sonst was haben keinen Platz. Tolerieren wir nicht. Wir haben das Eugen ganz klar gesagt, wenn jemand sagt, irgendwie du siehst scheiße aus, du siehst aus wie ein Esel oder sonst was, das geht nicht. Es soll eine seriöse Veranstaltung sein. Wenn sowas kommt, muss geahndet werden. Genau. Da kam nichts. Und wenn er auch noch droht, also Gigi, was hat er gesagt? Er kommt schon mehr nach Hause und sowas zu Valentina. Nein, da ist eine Linie überschritten. Stark. Auch die Moderatorin, aber auch die Moderatorin. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Was hat sie zu uns gesagt? Wir sind Störfaktoren oder sonst was? Richtig, bitte, was ist das für eine Veranstaltung? Also sorry, dass wir das jetzt leider absagen müssen, aber sehr unprofessionell. Also Leute, jetzt mal wirklich, ich werde mich nicht von einem Mann ganze Zeit beleidigen lassen. Weil nachdem er handgreiflich war, mich auch getroffen hat, obwohl er wusste, ich stehe vor Jan. Und dann droht er dir noch. Sorry, nein. Sorry, ich glaube, jetzt hat man noch mal ganz klar Gigis wahres Gesicht gezeigt. Wenn er bei Promi Big Brother gebucht wird, dann holla die Waldfee, dann will ich lieber mit dieser Branche nichts zu tun haben. Du kannst Trash-Talk machen, du kannst ein hitziges Gespräch führen, ja. Aber droh nicht und beleidige nicht auf diese Art und Weise. Richtig. Das geht nicht. Und selbstverständlich hat natürlich auch keiner von den anderen Kämpfern was gesagt, weil alle wieder mit dem Strom mitschwimmen. Ja, es tut mir unfassbar leid, weil sehr, sehr viele standen auch hinter uns, wollten den Kampf sehen. Er ist ruhig geblieben, obwohl er mich noch beleidigte, wo ich direkt gesagt habe, komm, wir gehen hier aufs Publikum. Aber dann hat man nochmal gesehen, er macht weiter und weiter. Und für uns ist jetzt auch das Ding over. Es gab viele Sachen im Hintergrund, die nicht richtig gelaufen sind für uns. Und deswegen findet jetzt Famefighting ohne John statt, leider. So, jetzt nochmal von mir alleine. Ich bekomme gerade echt sehr viele Nachrichten, dass sie echt traurig sind. Ja, ich bin auch traurig, aber sorry, dauerhaft sind irgendwelche Beleidigungen wieder gegen John und mich gefallen. Auch schon vor diesem Live-Übertragungsding. Und ich bin mit Sicherheit kein stilles Mäuschen, das da sitzt und sich beleidigen lässt. So, nee. So, ich bin authentisch, echt, ist mir scheißegal, ob das ein Livestream ist. Genauso wie in einer Show, wenn ich beleidigt werde, mache ich meinen Mund auf. Und wir haben euch ganz klipp und klar gesagt, macht er weiter mit seinen ganzen Beleidigungen. Ich muss euch mal reinziehen. Er hat einfach geschlagen, beleidigt, Hetze betrieben und dann beleidigt er noch weiter. Das ist so, sorry, also wer da nicht die Augen aufmacht, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Naja.
So, wir sind durch mit der Pressekonferenz. Wir haben viel gevloggt heute. Real Weaver ist mit am Start, ne? Hat noch ein Interview mit RTL. Aber leider konnte man die Pressekonferenz nicht professionell durchziehen. Ja, es fing ja schon vor der Pressekonferenz an, dass sie quasi im Publikum 3 Minuten vorher Stress zu mir und Dana gesucht hat. Also sie ist Valentina. Genau, sie ist Valentina und hat dann gemeint, sie muss uns einfach komisch anstarren von der Seite und wirklich diesmal, Gott sei Dank, weil ich wusste, das würde ja nirgendwo ausgestrahlt, konnte ich ihr dann auch mal meine Meinung sagen und auch mal die Stirn bieten. Sie auch einfach mal meinte, sie soll es einfach mal lassen und soll mal woanders hingucken, wo sie meinte, ich kann hingucken, wo ich will und kann ich alles nicht mehr. Ja, ich habe gesagt, ich kann es verstehen, dass sie uns anguckt, weil sie auch mal was Schönes in ihrem Leben sehen möchte. Schlagfertig. Egal, auf jeden Fall hat sie unfassbar ihr Hündchen wieder an die Leine genommen und die haben beide die Pressekonferenz verlassen. Sag nicht Hündchen, weil sonst gibt es eine Vertragsstrafe für dich. Fuck. Er benimmt sich wie ein Hündchen. Ja, Mann, ich bin ein bisschen hart. Absolut lächerlich natürlich, dass die Herausforderung von 5 Runden von Gigi nicht angenommen wird. Das ist keine Beleidigung für mich, Hund oder so. Ich will dich nicht beleidigen. Das ist eine Tatsache. Und jetzt kannst du deine dicken beweisen, ob du dich traust, mit mir 5 Runden in den Ring zu gehen. Die erste Frage, die ich mir stelle. Mann, seit wann darfst du reden? Schon noch einfach 5 Runden zu. Oder hast du Angst? Und du musst ja schlafen gehen, jetzt wegen Valentina, weil sie sagt, du musst schlafen gehen. Würde ich eher gucken, wo Valentina jetzt geht. Weil ich glaube, die schläft heute bei Maurice. Ich glaube, du liegst gerade in deinem Bett. Hyaluron, gestern wieder nachgespritzt, Lippen wieder aufgespritzt. Denkst du über diese 5 Runden nach, die du nicht schaffen wirst? Ich habe als erstes Dinge, Hand erhoben, deswegen. In dem Fall bin ich im Unrecht. Fertig auch, Thema beendet. Benvenuti ragazzi, das Schlagzeilendrama wurde ja jetzt auch auf RTL ausgestrahlt und somit haben es dann wohl auch alle gesehen, die es interessiert. Ja, und vor einigen Tagen hat Gigi dann schon gepostet, ja natürlich gibt es da viele Anfragen, er soll reagieren, ne? Die Medien wollen was wissen. Wir Influencer, YouTuber wollen etwas zu berichten haben. Und so war dann Gigis Reaktion. Mach mal kurz Thema fertig, weil Gigi tu dich mal da aus und Gigi tu dich mal da aus und Gigi mach mal da ein Statement, Gigi. Ey! 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 Ich bin nicht der Art von Influencer, der jetzt eine Sache, was passiert ist, jetzt 5 Wochen jeden Tag thematisiert, damit schön viele Follower und so schön ganz viel Aufmerksamkeit bekomme. Das bin ich. Ich hab alle gesehen, ihr habt alle Augen, ihr habt gesehen, was passiert ist. Jeder macht seine eigene Meinung. Fertig aus. Fertig. Ich habe als erstes Dinge, Hand erhoben, deswegen. In dem Fall bin ich im Unrecht. Fertig aus. Thema beendet. Thema beendet. Was? Statement hier, Statement da, Statement. Soll ich Diktat schreiben? Soll ich Gedicht machen? Und noch was, weil ich sehe ja Pastor ist. Gigi macht Mobbing über mich. Er bezeichnet mich als Hund. Ich sag nicht zu dir Hund als Beleidigung, sodass du aussiehst wie ein Hund oder. Das ist für mich keine Beleidigung. Ich will dich nicht damit beleidigen, sondern es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Ich muss dich nicht als Hund nennen. Ich kann dich auch Vagina nennen, weil dein Körper aus Vaginas besteht. Das ist keine Beleidigung für mich, Hund oder so. Ich will dich nicht beleidigen. Das ist eine Tatsache. Tatsache. Vor einigen Tagen fand dann auch das Döner-Date statt mit dem Verräter Maurice. Ich bin gerade in Düsseldorf. Einige würden sagen Verräter, aber ich würde sagen, wenn man Verräter in den Mund nimmt und fremd geht, passt das Wort eher dazu, zu dieser Person. Maurice, der gerade nicht bodenlosen Döner ist. Ja, ist. Wir sind bei dem Döner. Oh, und lecker hier. Das Carpaccio. So reagierte Alex auf dieses Döner-Date. Dann kam die Herausforderung von Valentinas Verlobten an Gigi. Der wollte mehr als 3 Runden boxen, der wollte 5 haben. So Gigi, du bist ja mal schön am Beleidigen, am großen Klappe haben. Ich habe mit Eugen gesprochen, wir können den Hauptkampf bekommen, wenn du dich auf 5 Runden mit mir einlässt. Nicht 3, Gigi. Traust du dich 5 Runden mit mir? Das ist jetzt eine öffentliche Herausforderung an dich. Und jetzt kannst du deine dicken
und Weise, ob du dich traust, mit mir 5 Runden in den Ring zu gehen. Und dann sind es auch nur noch 11 Tage bis zum Famefighting-Event. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Jan ist in Topform. Absolut lächerlich natürlich, dass die Herausforderung von 5 Runden von Gigi nicht angenommen wird. War aber klar, weil bei ihm ist einfach nur leeres Gelaber und er kann sich nur mit einer Gewalttat und Beleidigungen irgendwie da, weiß ich auch nicht, helfen. Aber wenn es drauf ankommt, ne, wenn man mal richtig zeigt, komm, hier, Sportsgeist, dann sieht man ja, was da herumkommt. Dementsprechend freue ich mich so sehr auf die Pressekonferenz in 4 Tagen, denn da gibt es dann nochmal schön Kasala. Ja, persönlich ist doch immer besser, oder? Da können sie wenigstens nicht wegrennen. Weil hier auf Social Media kann man sich dann einfach nicht äußern, aber Face-to-Face ist halt nochmal was anderes. Ja. Und oh mein Gott, ich sag's euch lieber jetzt schon mal, auf der Famefighting-Veranstaltung oder generell, bitte bleibt mir echt fern. Also irgendwelche heuchlerischen Leute. Ich merke und bekomme alles mit, wie, wer, wo hinter meinem Rücken redet und immer vor dem Gesicht machen sie einen auf Friend. Deswegen, meine Zeit seid ihr. Mir nicht wert, ich bin da für Jan und nicht mit euch irgendwie zu labern oder sonst was. Deswegen, meine Aufmerksamkeit bekommt ihr schon mal nicht. Deswegen, ich bin da mit meinen Leuten für Jan und nicht mit euch da irgendwie über irgendeine, keine Ahnung, auf Influencer-Friends zu tun. Ja, Gigis Reaktion geht eher in Richtung Beleidigung, anstatt jetzt diese Herausforderung anzunehmen. Ich hab doch keine Zeit, Badai. Also anscheinend hat sich Gemüseteller gemeldet, hat gesagt, Gigi, lass mal 5 Minuten kämpfen. Guck mal, die erste Frage, die ich mir stelle, Mann, seit wann darfst du reden? Vielleicht war Valentina mit so Plakate hinten dazu gehalten und er musste so vorlesen, keine Ahnung. Guck erstmal, dass du 3 Runden schaffst und dann können wir über 5 Runden reden. So ein Aquariumfischer. Da wir jetzt 20 Uhr haben und du musst ja schlafen gehen, jetzt wegen Valentina, weil sie sagt, du musst schlafen gehen, würde ich eher gucken, wo Valentina jetzt geht. Weil ich glaube, die schläft heute bei Maurice. Ah nein, warte. Du darfst ja eh nichts sagen. Mau. Wuff. Mau. Miau. Wuff, wuff. Ja, aber der Verlobte von Valentina lässt nicht nach. Er fordert Gigi aktuell wieder heraus. Aquarienfisch. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob ich 5 Runden schaffe. Ich schaffe 5 Runden. Brauchst du nicht. Das ist nicht die Frage, ob ich 5 Runden schaffe. Wenn du mich doch in 3 Runden auslocken kannst, dann hast du ja gar keine Probleme, 5 Runden zu kämpfen. Weil dann wäre der Kampf ja nach 3 Runden vorbei. Also stimm doch einfach 5 Runden zu. Oder hast du Angst? Hör auf, irgendwelchen anderen Leuten nachzuplappern, wenn du keine Ahnung hast. Irgendein Mike oder irgendein Alex. So, wir brauchen nicht darüber reden, ob ich 5 Runden schaffe. Ich schaffe 5 Runden. Vor allem gegen dich schaffe ich 5 Runden. Aber scheinbar weißt du, dass du nicht gegen mich 5 Runden schaffst. Aquarium, ich schenke dir eins. Dann kannst du dir mal ein paar Fische reinmachen. Dann kannst du dir mal ein paar Fische angucken, wenn du den Kampf verloren hast gegen mich. Also, aber ich habe gesehen, du liegst im Bett, gehst schon schlafen. Adana hat gesagt, du sollst schlafen gehen. Und ich glaube, du liegst gerade in deinem Bett. Hyaluron, gestern wieder nachgespritzt, Lippen wieder aufgespritzt. Denkst du über diese 5 Runden nach, die du nicht schaffen wirst? Wenn Männer bei 2 Minuten Runden weniger als 5 Runden boxen, dann sind es keine Männer. Ja, auf der einen Seite gab es wohl eine Anzeige oder jedenfalls wurde viel Druck und Aufruhr gemacht wegen dem Schlägchen im Sommerhaus. Aber jetzt wollen sie sich offiziell prügeln im Boxkampf. Auf der einen Seite wollen sie ihm keine Reichweite bieten, keinen Platz. Und sind gegen Gewalt, machen sie jetzt aber offiziell für Geld im Ring. Okay. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen Revanche, aber im Grunde, wenn man gegen Gewalt ist und das jetzt dann das vor Tausenden von Zuschauern macht,
Weiß ich nicht. Wie seht ihr das Ganze? Und sollte Gigi die Herausforderung annehmen, anstatt 3 Runden, 5 Runden zu machen? Was sagt ihr? Wer wird gewinnen? Und schaut ihr euch das Ganze an? Übertragen wird das wohl auf Bild? Da muss man sich, glaube ich, irgendwie so einen Zugang muss man natürlich bezahlen. Irgendein Abo kann man natürlich danach dann wieder kündigen. Schaut ihr solche an? Soll Gigi 5 anstatt 3 Runden machen? Und wie, was sagt ihr, wenn man so gegen Gewalt ist und so eine Aufruhr macht? Sollte man dann in diesen Boxkampf mit Gigi steigen? Kommentieren, abonnieren, analysieren. Ciao, ragazzi.